Ich bin Jasmin Huber und wir sorgen dafür, dass andere Unternehmen gut aussehen. Wir machen Branding, alles von Strategie bis hin zur Webseite für Premium-Dienstleister. Wie hast du Baulig Consulting kennengelernt? Damals über einen Freund, habe mir erstmal die Instagram-Kanäle reingezogen und war ein bisschen abgeschreckt. So erstmal. Aber dann habe ich dann doch irgendwann eine Podcast-Folge gehört und dachte ich, boah, krass, die haben es echt drauf. Die sagen einfach irgendwie die Wahrheit und dann bin ich hängen geblieben. Was war deine Ausgangssituation vor dem Baulig-Coaching? Ich habe in einer Agentur gearbeitet. Ich war damals in Elternzeit und bin dann wieder eingestiegen, so nebenher. Und dann sind irgendwie meine Projekte, die ich in meiner Selbstständigkeit, habe ich mir nebenher aufgebaut, die sind irgendwie viel größer geworden die ganze Zeit. Und dann habe ich die Agentur verlassen und habe mich komplett selbstständig gemacht. War das ein großer Schritt, dich selbstständig zu machen? Es war ein Riesenschritt. Ich habe das auch ein halbes Jahr rausgezogen ungefähr, bis ich mich wirklich getraut hatte. Und gesagt habe, nee, es muss jetzt irgendwas passieren, weil ich hatte keine Zeit mehr für nichts. Und ja, das war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Wie war es am Anfang deiner Selbstständigkeit? Erstmal total aufregend. Ich muss mich um ganz viele Dinge kümmern plötzlich. Nicht nur um die Umsetzung, sondern auch um die Organisation, die Kundengewinnung, Buchhaltung und so weiter. Und ja, aber ich fand es einfach viel besser, als nur so einen klassischen 9-to-5-Job zu haben. Warum hast du dich für ein Coaching bei Baulig Consulting entschieden? Ich wollte einfach unbedingt wachsen. Also stehen bleiben für mich gibt's nicht. Ich wollte weiterkommen, ich wollte das größer machen und ich dachte mir, ich brauche jemand an meiner Seite, der den Weg schon gegangen ist und der mir gute Tipps und gute Ratschläge geben kann. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Was war deine größte Angst vor dem Coaching? Die größte Angst war eigentlich, dass ich dachte, oje, oje, da muss ich bestimmt Sachen umsetzen, auf die ich so gar keinen Bock habe. Aber ich dachte mir nur, so kommt man weiter. Wovor hattest du Angst? Vertrieb zum Beispiel. Also ich hatte gar keine Ahnung von Verkaufen, wie man verkauft, wie man das richtig macht. Ich hatte zwar vorher auch schon extrem viel so Kundenkontakt, aber dann waren das waren schon alles Kunden. Ich musste die nicht wirklich gewinnen und davor hatte ich einen riesen Respekt. Warum war das so? Weil ich das noch nie gemacht habe davor und das war für mich eine neue Situation, eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung und deswegen hatte ich ein bisschen Angst. Und wie ist das heute? Nicht mehr so. Ich rede sehr gern mit Menschen, sehr gern mit Interessenten und ja, ist schön. Es ist einfach nicht mehr so herausfordernd. Also ich habe das jetzt geübt, ich weiß, wie es funktioniert, welche Schritte man gehen muss und das macht es einfacher. Wie hat das Coaching zu deiner Entwicklung beigetragen? Ja, ich weiß jetzt genau, welche Schritte notwendig sind, um überhaupt zu einem Verkaufsgespräch zu kommen und auch das Verkaufsgespräch durchzuführen. Das wusste ich vorher nicht, wie man das macht. Also ich hatte keinen Plan, ich hatte kein Skript und das habe ich alles gelernt und das beruhigt einfach sehr, wenn man immer dasselbe macht und immer das einfach oft macht und übt. Macht dir Verkaufen jetzt Spaß? Ja, tatsächlich. Wie lange hat es bis zum ersten Verkaufserfolg gedauert? Also ich bin im Juli gestartet und ich hatte nach 2 Monaten dann den ersten 5-stelligen Monat. Und im Oktober war richtig krass. Also da habe ich so viel Umsatz gemacht, das hatte ich vorher in einem Jahr ungefähr. Und das war erstmal überhaupt nicht zu fassen und da habe ich mich natürlich riesig gefreut. Wie hat sich das für dich angefühlt? Im ersten Moment extrem, weil ich überhaupt gar nicht mit diesen Zahlen vertraut war vorher. Und dann aber ziemlich gut, weil ich endlich fair für meine Leistungen bezahlt wurde. Hast du dann gefeiert? Ja, sicher habe ich gefeiert. Ich habe mit Freunden drauf angestoßen und aber ich habe gelernt, dass man Erfolge auch feiern darf und dass man stolz drauf sein darf und dann eben weitermacht. Was haben deine Freunde dazu gesagt? Die standen alle total hinter mir und die glauben sowieso irgendwie mehr an mich als ich selbst. Und die haben sehr mitgefeiert und gesagt, hey, toll gemacht und weiter geht's, es wird größer. Was war dein höchster Monatsumsatz nach Beginn des Coachings? Mein höchster Monatsumsatz war 36.000. Was waren deine Key Learnings aus dem Baulig-Coaching? Also das größte Learning für mich war, Geld gut zu finden. Also meine Einstellung zu Geld hat sich sehr geändert, das ganze Mindset. Ich habe gelernt, dass es gut ist, viel Geld zu verdienen und dass man damit auch schöne Sachen machen kann.
Wie war deine Beziehung zu Geld vorher? Also vorher war es immer schwierig. Ich musste immer irgendwie gucken, dass wir so über die Runden kommen. Und das Geld war eigentlich immer so ein Mangelding bei uns. Ich komme auch aus nicht so einer reichen Familie. Und das war immer ein Thema bei uns, schon als wir Kinder waren. Und ja, jetzt habe ich gelernt, dass es aber gut ist, einfach Geld zu haben, weil man kann damit so viel machen. Man kann tolle Sachen erleben, man kann es wieder investieren, was der Großteil eigentlich ist, wofür ich das benutze. Und ja, das ist einfach ein gutes Gefühl. Klar, es ist schön, wenn man sich selber mal was gönnt und sich selber mal was kauft, so. Aber ich setze das Geld lieber ein, um irgendwie tolle Erlebnisse zu schaffen für meine Familie oder für Freunde. Was war der beste Moment im Coaching für dich? Der beste Moment war für mich eigentlich, dass ich mir die Erlaubnis bei den Coaches geholt habe, dass ich erfolgreich sein darf. Das war, glaube ich, bei Robert im Mindset-Call. Und ich war total unsicher, weil ich gedacht habe, oje, oje, da kommt jetzt richtig viel auf mich zu. Und er hat einfach gesagt, erlaubst du doch selbst, dass du erfolgreich sein darfst. Und das war irgendwie so ein Schlüsselmoment. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass ich mir das selber gönnen darf und mir selber erlauben darf, groß zu denken. Warum hast du vorher nicht groß gedacht? Na, weil ich nicht wusste, wie es geht. So, ich war irgendwie so in meinem Agenturumfeld die ganze Zeit, eigentlich war angestellt. Und als ich dann in die Selbstständigkeit gekommen bin, das war mehr so ein Hobby für mich einfach. Ich hätte gar nicht arbeiten müssen, habe es aber trotzdem gemacht, weil mir meine Arbeit unfassbar viel Spaß macht. Und ich weiß, dass ich anderen Menschen damit helfen kann, erfolgreicher zu werden. Und ja, aber es war ein Hobby für mich. Und ich bin aber nicht so, dass das für mich ein Hobby bleiben sollte, sondern es sollte größer werden. Ich wollte einfach auch wieder Mitarbeiter um mich haben, weil ich in der Agentur auch Teamleitung hatte. Und ja, es darf einfach jetzt größer werden. Also das Coaching hat mir geholfen, mein Hobby-Unternehmer-Dasein in ein richtiges Unternehmen zu wandeln. Bist du stolz auf dich? Ich bin sehr stolz auf mich, ja. Worauf bist du besonders stolz? Auf das, was ich geschafft habe. Darauf, dass ich einfach so viel aufgebaut habe und vor allen Dingen bin ich stolz auf meine Kunden, weil die durch mich und durch meine Arbeit einfach so viel weitergekommen sind, so viel erreicht haben und dafür sind die auch sehr dankbar und das freut mich sehr. Wie würdest du die Baulig-Welt für jemanden, der noch kein Kunde ist, beschreiben? Bei den Bauligs fühlt man sich einfach unfassbar gut aufgehoben. Man wird die ganze Zeit begleitet und hat einfach immer einen Ansprechpartner bei jedem Problem, das einen gerade beschäftigt. Und das ist ein tolles Gefühl.